Hallo, ich bin ein Roboter und Sie sehen die 5. Folge von Game Dev Tycoon. Viel Spaß! Und damit nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Willkommen zur 5. Folge von Game Dev Tycoon. Der Roboter hat mal wieder die Anmoderation gemacht. Ich war ein bisschen zu faul dafür. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ausgeplant. Ich nehme jetzt noch 2 Folgen Game Dev Tycoon auf. Danach muss ich noch ein bisschen schneiden, ein bisschen Schulaufgaben machen. Dies, das, Ananas. Und ja, dachte mir einfach, nehme ich noch ein paar Runden Game Dev Tycoon auf. Das erste Fortnite-Video mit Co. ist jetzt auch ganz gut bei euch angekommen. Ich habe allgemein das Gefühl, ihr mögt es lieber, also ihr mögt Videos lieber, wo Leute dabei sind, zumindest sympathische Leute. Der Co. ist ja auch ein sympathischer Kerl. Allerdings hört er manchmal einfach nicht wirklich gut zu. Bitte komm. Oh, oh, ja. Oh, oh, oh. Oh, fast. Oh! Also, Co., wenn du das siehst, das wird mir mal ein bisschen zu Herzen. Aber an sich bist du ein netter Kerl. Und ja, würde ich sagen, entwickeln wir dann auch gleich mal ein neues Spiel. Wenn ich das hier mal noch erforscht habe. Super TES wird bald vom Markt genommen. Jetzt haben wir endlich mal diese Casual-Spiele erforscht. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Aber egal, was ist eigentlich eine Auftragsarbeit? Aufträge, bla bla bla, Tutorial, Tutorial, Tutorial. Okay. Spieletest hilft dabei, ein Spiel zu testen. Ich will hier. Alter. 39.000. Okay. Entwickle ein einfaches Verwaltungssystem. Okay, sind das die vorausgesetzten Punkte wahrscheinlich? Ich würde sagen, Leute, wir machen einfach mal direkt nochmal einen neuen Mitarbeiter. Den geben wir 40.000. Denn der soll sehr gut sein. Und. Starke Zielgruppe Erwachsene. Daniel Reed, 18.000 und Kyle White. Okay, beide sind nicht sonderlich schnell. Aber ich nehme Kyle. Hi, Kyle, Digga. Aber du, deine Erschöpfung, ne? Die ist natürlich auch ein bisschen kacke. Aber ja, wählen wir einfach trotzdem mal ein Thema. Stand ja gerade, dass für Erwachsene gerade ganz gut ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. Hallo Mitbewohner. Statt Hallo Neighbor. Richtet sich natürlich an Erwachsene. Ist natürlich ein bisschen groß. Ach, guck mal. Ich weiß immer noch nicht, was Casual ist. Muss ich dann gleich nochmal gucken. Ich würde sagen, das ist ein Abenteuer, oder? Ja. Abenteuer haben wir noch nirgendwo. Ist das Play System? Das Play System dürfte eigentlich ganz gut für Erwachsene sein, rein theoretisch. Spiel Engine, Reloaded Engine. Gott, das wird so ein Fail. Ich weiß es einfach schon. Das Spiel wird richtig schlecht angenommen werden. Hier haben wir alles an der Seite. Und Gameplay, Story und Quest ist auch sehr wichtig. Engine nicht so wichtig. Ja. Gucken einfach mal, dass niemand zu 100% ausgelastet ist. Und wir haben schon wieder einen Hype bekommen. Ich muss beim nächsten Spiel mal an der Seite gucken, ob da irgendwas ist, was uns Hype gibt. Der Super TES wird nicht mehr unterstützt. Schade. Oh, Kyle. Chef, es ist viel zu heiß in unserem Büro und die Hitze bewirkt sich bereits negativ für unsere Arbeit. Also, ach so, deswegen arbeitet die zu kacke. Ich habe mich schlau gemacht und eine Klimaanlage gefunden, die ideal für uns wäre. Sie kostet 90.000. Ich glaube nicht, dass Klimaanlagen so teuer sind. Aber wenn das eure Arbeitsleistung verbessert, mache ich das natürlich gerne für euch. Dialoge dürfte auch wichtig sein. Wohl nicht so wichtig. Level Design vielleicht ein bisschen weniger kalt, sollte auch mal was machen. So. Einfach damit alle ähnlich viel zu tun haben. Boah, es ist so satisfying, wenn die ganzen Sachen hier hinkommen. Ich liebe das. 125.000 monatliche Kosten. Ach du Kacke. Da müssen wir aber echt gut reinhauen. Spielweltdesign mache ich auch mal wichtiger. Jetzt Arthur macht nicht so viel. So, Victoria macht das. Und Kyle macht mal das. Und ich mach das. Perfekt. Na, Kyle, du sollst da auch was machen. Du sollst dich hier an unsere Arbeit gewöhnen. Und ich glaube, das ist ein Designrekord. Technologie nicht unbedingt, obwohl mittlerweile 14 Bucks. 52 Design, das ist ein 100-Pro-Rekord. Achten. Ja, komm. 2 neue Rekorde. Aber Design ist ja wirklich immens hoch. Und wir haben die 3D-Grafik Version 2. Tag- und Nachtzyklus. Verzweigende Erzählung 3D-Grafik Version 2. Okay.
Das erforschen wir dann gleich mal. Und, Bewertungen? Bitte, bitte, bitte. Ach ja, durchschnittlich. Wunderschön. Ja, das Spiel geht ja auch ein bisschen hier so. Sehr gut, ach so. Die Bewertungen sind schon ganz okay. 7 scheint das niedrigste zu sein. Fast perfekt. Ja, die Bewertungen sind gut. Mystery und Abenteuer ist eine sehr gute Kombination. Okay. Dann verkauft mal die Einheiten. Und auch, ach ja, das ist schon ganz gut. Das ist schon ziemlich gut. Nee, ich erstelle keinen Spielbericht. Du erstellst einen Spielbericht, damit du mal weißt, wie das so ist. Ich will dich ja hier an unsere Sachen gewöhnen. Du entwickelst das. Beziehungsweise du erforschst das. Und wir machen ein neues Thema. Werwolf. Okay. Rhythmus. Jagd. Wir machen einen Hunting Simulator. Keine Ahnung, ob das ein Spiel ist. Aber egal. Kann man irgendwie auf diese Leiste klicken? Nee, kann man nicht. So, dann forscht ihr alle mal. Und Arthur macht gerade einfach gar nichts. Ja, nehmen wir einen kleinen Messestand. Hallo Mitbewohner, kommt wirklich sehr gut an. Und wir machen einfach nochmal ein neues Thema. Expedition. Ja, das sind wahrscheinlich natürlich Abenteuer. Aber wartet ganz kurz, Leute. Ich will ganz kurz gucken, was Casual heißt. Okay, Leute, da bin ich wieder. Da kamen jetzt irgendwie sehr viele Mobile Games und sowas raus. Deswegen habe ich so eine grobe Ahnung, worum es sich handelt. So ähnlich wie Candy Crush und sowas, habe ich jetzt so das Gefühl. Ja, korrigiert mich auf jeden Fall, wenn ich da falsch liege. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie viele Besucher wir hier kriegen. Ach ja, 65.000. Fast 66.000. Chef, unsere Büro können echt eine Renovierung vertragen. Unser Computersystem ist aufgehalten. Es wäre großartig, wenn wir ihnen Geld... Oh, Leute, neues Büro? Neues Büro, Leute! Oh, schick! Aber man erkennt schon, dass es dasselbe ist. Aber es sieht sehr viel schöner aus und die PCs. Wow! Mystery ist großartig mit Abenteuer. Engine ist nicht wichtig. Level Design ist nicht wichtig. Playsystem Abenteuer ist okay, okay. Playsystem und Erwachsenen ist gut. Mittlere Spiele selber zu vertreiben ist am effektivsten, wenn wir mindestens 100.000 Fans haben. Wir haben nicht ansatzweise 100.000 Fans. Verträge mit Publishern können unsere Bekanntheitsgrad erhöhen und uns helfen, mehr Spiele zu erreichen. Stimmt. Können wir mal gucken. Gefängnis und Casual. Rhythmus und Casual. Zielgruppe alle. Mindestbewertung 8. 160.000. Wieso müssen wir eine Mindestbewertung haben? Landwirtschaft und Rollenspiel? Irgendein Thema, irgendein Genre. Aber für den TES. Wollen wir mal für den eine Lizenz kaufen? Ist er denn 17%? Ja, das Playsystem ist so viel erfolgreicher und der PC startet es auch wieder durch. Wir haben keine Möglichkeit, einen Spielbericht zu machen. Nein, haben wir nicht. Ja, trotzdem. Juwelen der Spieleentwicklung. Schade, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Okay. Okay, neue Vena-Konsole. Bessere Grafik scheinbar. Hallo Raxel Evolution und G3, größte jährliche Treffpunkt für Spieleentwickler geworden ist, haben uns entschieden, unseren Ruf für eine höhere Sache einzusetzen. Heute bieten wir das ganze Jahr über verschiedene Spieleentwicklungswettbewerbe an, bei denen sich Spieleentwickler aus der ganzen Welt miteinander messen können. Na super, da werde ich ja immer verkacken. Dies wird eine tolle Möglichkeit für Spieleentwickler, etwas dazuzulernen. Ich glaube nicht, dass das der Sinn von Wettbewerben ist, aber okay, gerne. Sie sind herzlich eingeladen, jederzeit mitzumachen. Es gibt keine Preise, aber es ist eine tolle Chance, alle Fähigkeiten auszubauen. Das G3-Komitee. Okay, wenn es keine Preise gibt, dann wird es also auch keine Tryharder geben. Oh Gott, Feuer, nein. So. Ich hätte halt schon gern einen Publisher-Vertrag. Aber ihr seht, das ist alles so teuer. Hallo Mitbewohner wurde vom Markt genommen. Stimmt, wir haben ja noch einige neue Sachen. Das ist der Walking Simulator, falls ihr den kennt. An alle, richtet sich das an alle? Ist auf jeden Fall Abenteuer.
Und PlaySystem ist Abenteuer gut, ja, ist okay. Reloaded Engine, 3D-Grafik, wird schon alles klappen. So, dann macht ihr mal bitte. Aha, wir haben ja alles. So, jetzt wollte ich mal gucken, ist hier irgendwas fürs Marketing? Nee, das macht keinen Sinn. Engine ist scheinbar nicht so wichtig, okay. Gameplay dann wahrscheinlich auch nicht. Karl, du machst mal wieder viel zu wenig. Und ich würde sagen, dann mache ich das. Aber jetzt macht der Arthur nichts. Egal, jetzt kann nicht jeder was machen. Und Arthur sitzt einfach nur so rum. Ja, er programmiert auch. Zockst du etwa gerade? Wenn es eines unserer Spiele ist, ist es natürlich okay, Arthur. Aber sonst nicht. Wieso ist das hier eigentlich eine Renovierung? Ich meine, guckt euch mal dieses Fenster an. Level Design, nicht so wichtig. Ja, die Aufteilung sieht hier gerade ganz okay aus. Solange die Aufteilung ausgeglichen ist, ist für mich alles okay. Aber Victoria sollte ein bisschen weniger machen. So, ja, Victoria macht ein bisschen weniger. Spielweltdesign. Bei einem Abenteuerspiel ist Spielweltdesign schon wichtig. Sound vielleicht nicht so, Grafik auch nicht so. Aber Spielweltdesign bei einem Abenteuerspiel, ich meine, da basiert ja alles auf der Spielwelt. Wenn du da alles erkunden willst, brauchst du ja auch eine schöne Spielwelt, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir haben schon wieder so viele Punkte. Cool, Mann. Und schon wieder viele Forschungspunkte. Und wir haben einen Bug. Scheiße. Oh, Menno. Gutes Management. Dialoge, Levelaufstieg und ich habe einen Levelaufstieg. Oh. Erreichen mit deinem Charakter Level 5. Experte. Keine Ahnung, wer das sieht. Jemand in deinem Team hat Erfahrungslevel 5 erreicht. Ja, ich selbst. Das schaltet ein spezielles Training namens Booster frei. Das Training dafür ist sehr kostspielig und man kann es nur auswählen, wenn der Charakter mindestens 500 Design- oder Technologiepunkte hat. Aber Investitionen lohnt sich, okay? Nach dem Training kannst du mit dem Booster die Leistung deiner Mitarbeiter kurzfristig erhöhen, was dir wirklich dabei helfen kann, ein Spielehit zu entwickeln, okay? Bezahltraining verfügbar für Raxo. Dialogbaum, auch aus Forschung verfügbar. Und du musst mal wieder in den Urlaub. Mann, Arthur muss nie in den Urlaub. So, bitte, Walking Simulator. Ach du Scheiße, oh nein. Was habe ich falsch gemacht? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ah, was habe ich falsch gemacht? Hat seine Momente. Bitte keine 3. Eigenartig, aber gut. Vielen Dank. Vielen Dank, All Games. Uff, davon wird wirklich nicht viel verkauft. Ich glaube, mit dem Spiel haben wir tatsächlich Minus gemacht, Leute. So. Wir müssen jetzt mal ganz viel forschen, aber es kostet alles so viel. Ja, machen wir mal das. Jetzt haben wir auch nur noch 7 Forschungspunkte, aber wir können ja Spielberichte erstellen. Zumindest für den Walking Simulator. Mann, wir haben echt hohe monatliche Kosten, Leute. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. So, jetzt musst du sofort ein neues Thema forschen. Ein interessantes Thema. Sci-Fi. Sci-Fi ist gut. Dazu machen wir dann ein neues Spiel. Spielbericht. Expedition und Abenteuer ist gut. Engine ist nicht wichtig. Künstliche Intelligenz ist nicht wichtig. Okay, Expedition und alles ist großartig. Was war denn euer Problem? Ich verstehe es nicht. Irgendein Thema und Casual für den Gaming. Masterfall, das sind wir alles für Konsolen, zu denen wir keine Lizenz haben. Für die wir keine Lizenz haben. So, komm. Sci-Fi ist fertiggestellt. Nein, ich wollte niemanden anklicken. Wollen wir eine Fortsetzung von irgendeinem Spiel entwickeln? Ups, klar. Spiel 20, schon unser 20. Spiel. Landwirtschaftssimulator 12. Richtet sich natürlich an alle. Simulation. Play System, Reloaded Engine. Ich glaube, hiernach müssen wir tatsächlich schon... Ja, wir müssen, glaube ich, tatsächlich dann schon eine neue Engine machen. Die ist ein ganz besonderes Angebot. Bla bla bla. Und ein paar entscheidende Systemkomponenten. Nein, nichts Illegales. So böse bin ich auch wieder nicht. Grafik ist wichtig. Story und Quest schon mal nicht so sehr. Engine dafür aber schon. So, ich muss ein bisschen mehr machen.
Achso, ich mach nur zwei Sachen. Arthur, du machst das. Victoria, du machst das. Obwohl, Arthur ist ein bisschen erschöpft, also machst du das, Kyle. Ist Arthur erschöpft? Ja, Arthur ist erschöpft. Oh, Kyle aber auch. Nach diesem Spiel kommst du in den Urlaub, Arthur. Versprochen. Gaming World, ich habe gehört, das sagst du. Ja, klar, Interview. Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolgs? Pushe das Spiel, sei bescheiden. Ich pushe es einfach mal. Danke für Ihre Zeit. Der Hype bringt es einfach. Da werden viele, 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 viele Einheiten verkauft. Egal, wie kacke die Bewertung ist. Level Design, Dialoge. So, ja, Aufteilung ist auch okay. Plattform Dreamcast, von wem er veröffentlicht. Okay, du kommst in den Urlaub. Dann entwickeln halt nur noch 3 Leute. Aber das ist ja egal. Oh. An den Technologiepunkten sehe ich, dass es doch nicht so egal ist. So, die Aufteilung dürfte ganz okay sein. Wir haben mal wieder immens Hype. Bena Oasis wird bald vom Markt genommen. Ich weiß noch, als damals der G64 vom Markt genommen wurde. Kleiner Messestand. Leute, bei Jahr 35 ist die Zeit, ist das Spiel allgemein alles vorbei. Wir sind im Moment in Jahr 12. Ja, es ist ein kurzes Spiel, Leute. Natürlich keine neuen Rekorde. Gameplay, künstliche Intelligenz und 3D-Grafik-Levelaufstieg. Okay. KI-Gefährten. Ach so, praktisch. Oh, ich sterbe. Hat seine Momente. Oh, eigenartig, aber gut. Das muntert mich auf, All Games. Mann, was kommen denn all meine Spiele im Moment so schlecht an? Und es wird ja wirklich gar nichts verkauft. Ach, guck mal, da wird mein Game auch nochmal ein bisschen unterstützt. 70.000. Alter. Habe ich dadurch jetzt Fans gewonnen? Gut, zweite Woche war einfach besser. Dann ist das Leaf-Interview von Rax Evolution. Hat er die sehr mutige Bemerkung gemacht, dass sein Spiel Landwirtschaftssimulator 12, welches zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklung war, extrem erfolgreich sein wird. Jetzt, wo das Spiel auf dem Markt ist, ist die allgemeine Meinung, dass Raxo braucht wohl eine Lehrstunde. Ja, dass Raxo wohl eine Lehrstunde in Sachen Bescheidenheit braucht, weil das Spiel nur mittelmäßige Kritiken bekam. Im Großen und Ganzen hat einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen. Okay, ich mach das nicht mehr. Sein, ich bin mir wirklich sicher, dass das Spiel erfolgreich wird. So, Spielbericht. So, Urlaub. Wahrscheinlich forsche ich jetzt einen ganzen Urlaub lang und die machen einfach gar nichts. Ich mache die Spielberichte eigentlich im Moment nur noch wegen der Forschung. Und das Blöde ist, wir machen überhaupt kein Plus. Wir bleiben immer im selben Bereich. Engine ist sehr wichtig. Das ganze Team soll sich auf die Entwicklung konzentrieren. Mittlere Spiele selber zu vertreiben, bla bla bla. Weiß ich doch alles und... Jetzt machen wir mal eine neue Engine. Ach du Kacke. Ach du Kacke. So, wir haben die Evolution Engine gehabt und die Reloaded Engine. So, jetzt machen wir einfach mal... Nicht die Unreal... Nee, die Unreal Engine. Also ist sie im Grunde real. Und nicht unreal. Meint ihr, wir kriegen jetzt Forschungspunkte? Ja, wir kriegen Forschungspunkte, stimmt. Sonst wäre da die Anzeige nicht. So, Leute, jetzt alle heftig drauf programmieren. Multigenre. Wir können mehrere Genres einbauen. Das ist natürlich gut. So, Leute, arbeitet schnell dran. Ich liebe es, wenn das so aussieht. Die Unreal Engine ist jetzt fertig. So, Leute. Oh, wir haben noch so viel zu forschen.
Mach aber trotzdem erstmal ein neues Thema. Spion. Machen aber nochmal Sherlock Holmes hier. Obwohl, Detektiv hatten wir ja schon. Master Fogg wird vom Markt genommen. Ich werde jetzt Spion nicht nehmen, aber wir warten trotzdem nochmal, bis er fertig ist, damit er auch mitentwickelt. Neues Spiel entwickeln. So, welches Thema machen wir denn? Das Krankenhaus im... Stimmt, Prison Architect. Prison Architect. Architects. So, ich würde das eher als Action beschreiben. Dream Vast. Oh, okay, die Dream Vast hat jetzt das Play System überholt. Ja, wir gucken einfach mal, wie gut Action da läuft. Nee, natürlich die 3D-Grafik Version 2. So unlogisch, dass da einfach nur Code ist. Da wird nie irgendwas mit Grafikdesign gemacht. So Leute, ich baller mal wieder richtig rein mit Geld. Ich habe keine Sorge, Leute, ich habe jetzt nur die Action genommen, weil Prison Architect, ich meine, Simulation und Gefängnis hätte jetzt, glaube ich, nicht so gut gepasst. Story und Quest dürfte auch wichtig sein, aber nicht so wichtig. Engine, ja. Arthur, du machst mal Kyles Job. Denn Kyle hat ja auch gerade komplett alleine was gemacht und deswegen verdient er mal eine kurze Pause. Leute, komm, das wird ein gutes Spiel. Vonny, yay, das PlaySystem 2 kommt bald. Der Schwerpunkt nicht auf Online-Spielen, die Konsole setzt stattdessen auf die Stärken des Vorläufermodells. Ein solider, verbesserter Controller mit Vibrationsfunktion. Ja, die Vibration meinem Controller ist wirklich gut. Verbesserte Grafik, DVD-Funktion und sogar Kompatibilität mit Kompatibilität. Ja, es ist kompatibel mit PlaySystem 1 Spielen. Das ist natürlich auch nice. Bessere Dialoge, verbesserte KI. Dialoge dürfen auch wichtig sein. Level Design, so. Es wird sowieso wieder ein Flop. Ich meine, ich habe so eine Art von Spiel noch nie gemacht. Landwirtschaftssimulator weiß ich, was ich machen muss. Und was nicht. Und die Master V wird nicht mal unterstützt. Oder die Master V. Wie auch immer man sie nennen soll. Sound scheint wichtig zu sein. Grafik eher nicht. Spielbettdesign schon ein bisschen. Und Arthur macht jetzt einfach alles. Seit der Markteinführung ist die Dream Vast von Vena eine der bestverkauftesten Konsolen der Geschichte. Heftig. Neuerdings erscheint jedoch die anstehende Veröffentlichung PlayStation 2 die Verkaufszahlen zu bremsen. Alter. Als die PlayStation 2 dem Hype nach Verkaufsstand gerechnet wird, dürfte Vena in großen Schwierigkeiten befinden. Ja, geht pleite. Just kidding. Und wir haben über 100 Forschungspunkte. Alter. Und wir haben Hype von 14, ohne dass wir irgendwas wirklich gemacht haben. So, dann entfernt mal die 20 Bucks. Und wir dürfen zwei neue Rekorde aufgestellt haben. PC-Software Giant Merconoft hat heute angekündigt, mit einer eigenen Konsole namens M-Box den Markt einsteigen zu wollen. Die ersten Vorführungen waren beeindruckend, es bleibt alles abzubatten, bla bla bla. Niemand mag M-Box. Nein, Arthur, du bist so nichts zu gebrauchen. Du hast einen Bug reingemacht. Meine Güte. Und die kriegen jetzt auch noch eine Gehaltserhöhung. Bla bla bla. Soundtrack. Und das PlaySystem 2 wird veröffentlicht. Oh, bitte, 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 bitte. Ja. Ja. Hervorragendes Spiel. Ja, Leute, das ist mal wieder ganz gut geworden. Das Beste seiner Art. Okay. Besser als originales Prison Architect. Ich meine, meins ist das Original. Das ist nicht von Paradox. Nein, nein. Wirklich großartig. Ja. Cool. Kultstatus. Setze neue Maßstäbe für die Spielebranche. Boah. 200.000 verkaufte Einheiten. Und da gab es gerade einen kurzen Lag. Bin ich so toll? Und das PlaySystem 2 ist ein phänomenaler Erfolg. Und ja, dieses Spiel ist auch ein phänomenaler Erfolg. Nochmal, verkaufe ohne die Hilfe eines Publishers eine 500.000 Exemplare eines Spiels. Und so erreichte soeben die Meldung, dass Prison Architect, welches vor kurzem von Rax Evolution veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Wir fragen uns, wie viele noch verkauft werden. Alter Leute, trotzdem, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, lass mich, Alter, mit einem Daumen nach oben wissen. Diese Woche hat es nochmal richtig reingehauen und wir sind immer noch Platz 1. Prison Architect, das neueste. Oh, ich hab's noch nicht durchgelesen, schade. Wie es aussieht, hat Rust Revolution und Spielgeschichte geschrieben. Boah. Mercury North hat die Verzögerung seiner M-Box bekannt gegeben. Okay, Leute, ich würde trotzdem sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und wir haben 1 Million Verkaufszahlen. Tschüss, Leute.